Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Tieratech. In der letzten Folge hat uns Mikey ja so einiges beigebracht, was ich ja recht nice finde. Und ja, ich hoffe, der hält sich beim nächsten Mal ein bisschen kürzer. Na, guck mal. Die sind ja voll auf Krawall gebürstet. Der da drüben hat es auf meine Base abgesehen, wie es aussieht. Na komm, geh mal kaputt da. Sehr schön. Ja komm, das mit der Base lassen wir mal bleiben, Freundchen. Tat, lassen wir mal schön bleiben. Sky High. Rückwärtsgang, da komme ich nicht rüber. Nö, ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Block hier aufsammeln. Bin ja auch nicht so doof. Tam, tadam. Moment, das hat doch ein, hat das ein KI-Modul? Moment. Moment. Steuerblöcke hier. KI-Modul, hast du eins? Ist auf jeden Fall zwei normale. Das ist sicher richtig. Und jetzt hier noch ein KI-Modul drauf. Und dann haben wir ein paar Waffen drauf. Damit sich das Teil ja auch mal selbst verteidigen kann. Guck mal, ich sehe gerade, dass uns das Teil auch mit Energie beliefern kann, wenn wir möchten. Das ist schön. So, mit den kleineren, die hier antanzen, solltest du jetzt relativ easy fertig werden. Liebe Base. Also chill ruhig deine Base. So, wunderbar. Auf zur nächsten Quest. Wir müssen ja wirklich einige durchballern. Langsam überlege ich, ob wir nicht vielleicht den Turm da auch mal abreißen. Aber wir fahren jetzt erstmal zur Absturzstelle und gucken uns das mal genauer an. Nee, ich habe ja immer noch kein Ding. Wobei, einen kleinen Schrottmagneten kann ich ja schon anbringen. Klein, hat er gesagt, ne? Nimmt er direkt den großen. So. Da müssen wir halt nur regelmäßig an den Stationen vorbeifahren. Das einsaugen lassen, das ganze Klump hier. Dann nehmen wir halt schon ein bisschen mehr mit. Na komm. Aber schon, dass es mit dem Einsaugen jetzt zügiger geht. Müssen wir es halt nicht alles manuell reinziehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, noch schöner, wenn wir es machen müssten. Und so geht uns halt nicht so viel entgegen. Da drüben ist eine Lieferkiste. Mal sehen, wie das drin ist. Höchstwahrscheinlich Feinde. Ja. Gut, der verzieht sich schon mal. Und den werden wir direkt grillen. Und den hier auch. Sehr schön. Kiste. Und noch ein Magnet. Oh, hoppala. Ja gut, veranstalten wir unser Tech mal so. Kann man ja auch machen. Hoppala. Ist es anstrengend, ne? Einfach mal ein paar Teile einzusammeln. Aber wie gesagt, sonst muss man bei den Heilstationen nicht mehr warten, bis die angenommen werden. Woher musste man halt immer ein paar Sekunden abwarten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Super Booster wäre nicht schlecht. Muss man schneller vorankommen, vor allem wenn wir so schwer beladen sind. Das fände ich super. Hallo, nicht darüber ziehen. Ich glaube, die Blöcke ziehen mich da mittlerweile rüber, oder? Na komm, mach mal hin. Mach mal hin. Vielleicht sollten wir das ganze Zeug ein bisschen anders anordnen. Hoppala, jetzt hat sich meine Maus angefangen. Für Störgeräusche bitte ich mich zu entschuldigen. Du kommst da mal weg. Kommst du auch hier hin? Und du dahin. Ja, das passt.
Hey, wir haben XP für irgendwas bekommen. Ich weiß nur nicht für was. Ja gut, die Base ist idle. Aber nicht Billy idle. So weit käme es ja noch. Genau, lad uns auf, Base. Du kannst es entbehren. Und finden jetzt mal die Lieferkiste, die da hinten rumhängt. Oder rumhängen soll. Allzu weit weg kann sie ja nicht sein. In der Wüste kann man ja relativ gut sehen, wo was liegt. Uiuiuiui. Ja, das haben wir wieder mal wunderbar hinbekommen. Und nicht C, B. Und ist sie da, ist sie da, ist sie da? Hey, Glückkopf-Lizenz-Upgrade. Ist doch schön. Und da bekommen wir direkt noch die nächste für. Ist ja noch schöner. Kommst du mit? Jetzt müssen wir wieder zurück zur Handelsstation rollen. Aber gut, diesmal sind wir nicht so stark überladen, wie es aussieht. Das ist doch auch schon mal ein fetter Pluspunkt. So. Laden wir hier noch ein bisschen was ab. Ja, wenn wir hier die Raffinerien gleich bekommen, dann geht's hier rund. Die Veredelungsbase haben wir ja bereits. Hoppala. Mir war so, als hätte ich hier noch was Grünes gesehen. Habe ich bereits eingesammelt. Alles klar. Vor allem das wertvolle Zeug, sie muss man mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die Dongles so gekostet haben früher. Dann fahren wir mal wieder zurück zur Base. Und chillen unsere Base. Ich hätte wirklich Bock, hier die Annahmestelle ein bisschen zu erweitern. Und halt nicht so lange warten muss. Und halt wirklich die wertvollen Blöcke zuerst genommen werden würden. Das wäre auch ein Träumchen. Weißt du was? Jetzt hänge ich da fest. Ich wollte mir noch die Blöcke hier drüben holen. Solange wir da warten, dass das Fließband wieder ein bisschen leerer wird. Was? Das Fließband ist leerer? So, lass den gehen. Was soll uns das Fließband dabei bringen? Ja. Man schon wieder. Hey. Da wirst du doch bekloppt. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Langsam, Freundchen, langsam. Hey. Ja gut, da hinten ist eine neue Handelsstation. Beziehungsweise die alte. Habt ihr es gesehen? Da ist gerade ein Baum gewachsen. Noch einer, noch einer. Wenn Ressourcenblöcke auch so, also Ressourcenchunks auch so nachwachsen würden, das wäre auch ein Träumchen. Träumchen, Träumchen, Träumchen. Gucken wir mal, was wir so für neue Quests reinbekommen. Ah, und Mikey. Genau, den wollten wir ja durchschauen. Gummiabbauer. Sehr schön. Hast du noch was für mich? Zerstöre die feindliche Armee. Angriffstruppe. Wunderbar. Jetzt nichts mehr, oder? Oh, Gangland. Diesmal ist die Handelsstation ja richtig spendabel, was Missionen angeht. Boah. Mikey, wir fahren zuerst zu dir. Ich hoffe, du bist ja nicht zu weit weg. Da steht er ja schon. Der schwere Nöter. Ach, das Ding steht ja immer noch. War aber nichts mehr drin. Hey, Mikey. Dein alter Kumpel Joe ist da. Ja, Kumpel, ich bin das. Bist du das, Kumpel? Ahoi. Besuchst du den alten Crafty Mike mal wieder, Kumpel? Nö. Ich bin nur rein zufällig hier.
Und ich weiß, wie gerne du deinen alten Kumpel hilfst. Naja, wenn's sein muss. Was steht an, Mikey? Kannst du diesen Filter für mich an die Basis anbringen? Na klar. Wie war das, Kumpel? Was ein Filter macht? Ich weiß, was ein Filter macht. Der Name sagt alles. Es ist ein Förderband, das Brocken filtert. Achso, und ich dachte, das wäre was für Instagram. Einige Brocken werden an ihn weitergegeben. Warum probierst du ihn nicht aus, Kumpel? Ja. Zieh diese Fiberwood-Brocken direkt auf den drauf. Hab ich... Na gut. Den meinst du, ne? Fantastisch. Ja, jetzt nimmt er nur noch Holz an. Warum sortieren wir nicht ein paar Blöcke? Kumpel, ich dachte, du fragst nie. Sonderlieferung unterwegs. Achtung, Kopf. Du weißt Bescheid. Ja gut, nebenbei können wir noch ein bisschen tanken. Na, guck mal, ein Brennofen ist doch schön. Dieser Brennofengenerator verwendet Treibstoff, deine Basis mit Strom zu versorgen. Funktioniert sogar in langen, kalten Nächten. Bring mal bitte den Brennofengenerator an die Basis an. Ja. Ja, wunderbar. Das Fiberwood hat die Batterien und den Schild mit Energie versorgt. Der Generator wird aber dauernd Treibstoff brauchen. Befestige den Empfänger, um Dingskirchen zu machen. Ja. Sieh zu, wie der Filter bestimmte Ressourcen aussortiert. Oder Rohstoffe. Deutsch oder Englisch oder Denglisch ist ja Wurst. Hauptsache Käse, ne? Der Filter hat also das ganze Fiberwood an den Generator geschickt. Und der Rest ging direkt ins Silo. Ich verrate dir noch eins meiner Geheimnisse, Kumpel. Der Generator kann nicht nur Fiberwood verbrennen. Ich weiß, auch Oleid. Er kann alle Arten von Kraftstoffrohstoffen verwenden. Halte die rechte Maustaste über den Filter gedrückt, um das Filter-Optionsmenü zu öffnen. Bewege den Ding über Kraftstoff. Kannst du mal weggehen, Mikey? Filtern. Kraftstoff. Da ist es. Das ist es. Ja, wunderbar. Schau dir die anderen Rohstoffe an, die als Kraftstoff verwendet werden können. Blablabla. Ja, das kann alles als Kraftstoff verwendet werden. Das Silberne nicht. Das Blaue nicht. Und ja, das weiß ich doch alles, Mikey. Du scheinst Spaß zu haben. Nee, eigentlich nicht. Das kenne ich doch bereits alles. Warum versorgst du die Basis nicht noch mit Dingskirchen? Weil ich keine Lust darauf habe. Mission abgeschlossen. Tschö. Und die nächste Dingskirchen. Nein, das wollte ich nicht umdrehen. Hier. Ich bin ins Inventar mit dir. War das alles? Nee, da ist ein Dreierblock rausgesprungen und eine mehr oder weniger leere Kiste. Ein Traum. So, weg mit dem ganzen Zeug hier. Das bringt Kohle ohne Ende. Eieieiei. Also manchmal tut sich das Gerät ja auch ein bisschen schwer. Der Gerät. Weiter voran. Sehr schön. Dann zerhackstückeln wir den kleinen da vorne noch. Denn für XP tut man ja bekanntlich sehr vieles. Und dann wieder zurück zu unserer Base. Jupaidi und Jupaida. Da ist ja auch schon wieder der Nächste, ne? Der Stress sucht, wenn ich das auf dem Radar richtig deute. Guck mal, da kommt er ja schon. Wie süß. Ach, damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Uiuiuiuiui. Baue Gummigelee ab. Ja gut, dafür muss ich Bäume platt machen. Das geht dann ziemlich zügig. Auch wenn hier keine Züge fahren. Mich dann schon ein bisschen wundert. So, dann tun wir das nächste Zeug hier mal abliefern.
stell dich halt an. Uiuiuiui. Und da haben wir es schon. Na komm, Kiste, Beeilung. Die Drops könnt ihr auch mal ein bisschen beschleunigen. Oh, da haben wir interessantes Zeugs bekommen. Geocorp Cat Knight Schutz. Was auch immer das sein mag. Bekommen wir aber alles hin. So. Ich kann nicht mehr fahren, ist ja phänomenal. Na komm. Oh, Junge, Junge. Ich glaube, wir müssen mal wieder schnell zur Base rüber. Ein paar von den Sachen hier loswerden. Habe ich alles dabei? Jo, sieht so aus. Weil man will ja nicht wegen einem Teil fünfmal fahren. Das wäre ja auch so ein albtraumhafter Albtraum. Komm, hoch da. Feinde gesichtet, sagt er. So, sehr schön. Feinde gesichtet. Wo müssen wir denn dafür hin? Ach, da rüber. Sag mir bloß nur nicht, dass es wieder so eine Art Weltreise wird. Und ich hätte gerne irgendwie einen Düsenantrieb. Ich glaube, das erwähnte ich bereits, oder? Dann würden wir hier auch ein bisschen zügiger vorankommen. Ohne die ganze Zeit diesen ganzen Müll hier mitzuschleppen. Aber XP-technisch kommen wir ja relativ zügig voran. Das ist schön. Ein freundlicher Tech in der Nähe sendet ein Notsignal. Hilf ihm. Juhu. Ich glaube, der dreht am Rad. Hi. Ah, was geht? Brampton. Hilf mir. Ich werde angegriffen. Du musst mir helfen. Ja. Beruhig dich erstmal. Ich hoffe, du wirst dich auch mit verteidigen und nicht einfach so einen Quatsch machen. Ui, da bekommen wir eine ganze Menge interessante Sachen raus. Oh, oh. Ach, nö. Gut, zumindest konnten wir uns Ersatzteile leisten. Sehr schön. Wo müssen wir hin? Da hinten. Nee. Wo ist denn unser Kumpel? Ach, da. Passiert das Ganze nochmal? So, wir haben ihn auf jeden Fall in der Flanke. Na komm. So. Das war mir ein bisschen unangenehm. Ja komm. Wenn du keinen Bock auf mich hast, dann machen wir das schon so irgendwie, dass es passt. Und ja, meine Blöcke, die ich da verloren habe, würde ich auch gerne mitnehmen. Hören können, es wären mehr und bessere Blöcke gewesen. Aber ein Albtraum, dass wir es erstmal wieder alles abgeben müssen. Na gut, wir werden auch nicht verankern können. Mal gucken, ob er uns zu unserer Base folgt. Die wäre ja da drüben. Hoppala. Dann macht ihn die Base platt. Ja genau, folg mir, armer L. Folg mir in deinen Untergang. Der weiß gar nicht, was ihn da erwartet. Muss er ja wissen, was er da macht. Ach, komm schon. So. Und ich hoffe mal. Ja gut, hoffen kann ich vieles. Hoffen kann ich wirklich vieles. Lad mich mal kurz auf. Base.
Naja, vielleicht hilft uns ja unser Turm weiter. Unsere Base mag er nicht so sonderlich. Wobei, Moment. Ich weiß, was da schief läuft. So. Jetzt kriegt er Probleme. Jetzt kriegt der Kleine ein paar Problemchen. Worauf ballerst du? Na, habt ihr unser Turm hat Spaß. Drill me. Ja gut, dann drillen wir dich. Hey, Turm, hör auf damit. Ist mir unangenehm, wenn du auf mich ballerst. Da fährt er einfach weiter. Ist das schon Fahrerflucht, was er da macht? Man weiß es nicht. Uiuiui. Aber zumindest haben wir eine halbwegs passable Möglichkeit, unsere Sachen hier abzugeben. Ah, Crafty Mike 4. Absturzstelle. Immer Mission annehmen. Ich glaube, ich habe das Limit für Mission längst erreicht. So. Fahren wir mal zu unserer Base, lassen uns dort mal ein bisschen aufladen. Dann ist die Folge leider schon vorbei. Schade aber auch. Zu viel möchte ich jetzt auch nicht im Voraus produzieren, aus dem einfachen Grund. Falls jetzt doch noch ein paar knorke Ideen kommen, was wir so machen können. Von daher, meine Schnuffels, bedanke ich mich bei euch recht herzlich wie immer fürs Zugucken. Ihr könnt dem Ganzen einen Daumen hoch hier lassen, wenn ihr möchtet. Wenn euch die Folge gefallen hat. Über Abos und Kommentare würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Tschö.